Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In den nächsten Minuten stehen bei uns die Technologiewerte im Mittelpunkt. Darüber spreche ich mit Martin Weiß. Herr Weiß, schönen guten Tag. Wir beginnen mit dem Blick auf Zalando. Ein positives Börsenjahr 2015 liegt ja hinter dem Wert. Und auch der Jahresstart war jetzt gar nicht so schlimm im Verhältnis zum Gesamtmarkt eigentlich. Wie stehen Sie zur Aktie von Zalando? Sie haben natürlich völlig recht. 2015 ist zunächst einmal sehr gut für das Papier gelaufen und für die Anteilseigner. Und gerade mit dem Sprung kurz vor dem Jahreswechsel auf ein neues Hoch sah es danach aus, als wenn jetzt nochmal richtig Druck in die Aktie kommen könnte. Das wurde dann verhagelt durch den schlechte Nachrichtenlage und den Kursabsturz in China. Das hat ja dann die restlichen Börsen weltweit mit nach unten gezogen. Und genau das ist das Problem. Wir haben hier oben ein Hoch gehabt, dann die fehlenden Anschlusskäufe und das Papier tritt ein bisschen auf der Stelle. Natürlich wird Zalando ein hervorragendes viertes Quartal hinter sich gebracht haben. Trotzdem waren wir der Meinung, dass wir jetzt erstmal aus dem Papier aussteigen sollten mit dem Aktionärsdepot und haben die Position bei 33,10 verkauft. Wie gesagt, das war eine Vorsichtsmaßnahme. Sie sehen ja, die Technik spricht hier eigentlich noch dafür, dass es zu einer Erholung, dass wir hier nur eine kleine Korrektur sehen. Aber es hat uns jetzt einfach nicht gefallen, dass wir hier keine Anschlusskäufe gesehen haben. Und auch in den letzten Tagen, das war, wo ja der Gesamtmarkt wieder ordentlich anziehen konnte, dass hier die Anleger noch nicht zurückgekehrt sind. Also eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben Gewinne mitgenommen, die Position, wie gesagt, verkauft und warten jetzt an der Seitenlinie ab. Und auch bei Nemetschek lief es sehr gut im Jahr 2015. Da haben wir seinen Software-Dienstleister für Architekten, Ingenieure, Bauindustrie allgemein. Und da lief es, wie gesagt, auch ganz gut im Jahr 2015. Ist eine Fortsetzung im Jahr 2016 möglich? Jetzt hat es einen Moment gedauert, bis wir den Chart auch aufrufen konnten. Ein kleines technisches Problem, aber kein Problem. Bei Nemetschek, sehen Sie sich die Aktie an. Sie hat sich hervorragend entwickelt, trotz dieser Gesamtmarktschwäche. Die Anleger offensichtlich nicht bereit, hier auch nur ein Stück aus der Hand zu geben. Ganz, ganz, ganz kleine Rücksetzer, die eigentlich nichts weiter besagen, als dass wir weiter auf diesen Wert setzen werden. Also gehört zu unseren Favoriten aus dem Nebenwertesegment und man sollte unbedingt dabei bleiben, auch hier. Natürlich, wir haben uns ein bisschen jetzt von den Signallinien entfernt, aber bei Nemetschek hat das ja schon fast Tradition, sodass man da wirklich noch beruhigt dabei bleiben kann. Schauen wir auf Twitter, denn bei Twitter läuft alles andere als gut. Der Trend ist da im Gegensatz zu den anderen beiden Werten, die wir gesehen haben, klar abwärts gerichtet. Jahrestief zurzeit ungefähr unterwegs zurzeit bei der Aktie von Twitter. Gibt es irgendwas, was eigentlich noch für Twitter spricht gerade? Ja, momentan natürlich das günstigere Kursniveau, wenn man das wirklich so sagen will. Der Wert, Sie haben natürlich völlig recht, das ist eine einzige Enttäuschung. Machen wir es einfach und kurz. Die Twitter-Aktie hat die Anleger grundsätzlich erstmal enttäuscht. Wir hatten uns ja zuletzt mal auf die Käuferseite begeben, nachdem wir hier zunächst einmal so diese kleinen Trendlinien nehmen konnten und auch so die in diesem Bereich hier diese kleine Unterstützung, diesen kleinen Widerstand rausgenommen hatten. Am Ende hat das nur dazu geführt, dass die Verluste noch mal kräftiger geworden sind, dass sich dann wirklich diese Abwärtsbewegung kräftig fortgesetzt hat. Meiner Meinung nach ist jetzt die Kursentwicklung nach unten völlig überzogen. Das ist normales Verhalten, normaler Herdentrieb. Es gibt jetzt momentan einfach niemanden, der für Twitter in den Ring steigt und das Unternehmen tut wenig dafür, um hier ein bisschen Kurspflege zu betreiben. Natürlich, Periscope wird jetzt in Twitter eingebunden. Das ist sicherlich sehr positiv zu werten oder zumindest mal positiv zu werten, weil hier ein weiteres spannendes Produkt dazukommt. Moments, ich habe mehrfach an dieser Stelle schon über Moments gesprochen, dürfte der Aktie dann irgendwann auch eben Auftrieb geben, aber erst, wenn wir Details bekommen, also mit den nächsten Quartalszahlen, die ja Anfang Februar anstehen werden. Für das vierte Quartal wird damit gerechnet, dass der Umsatz auf 710 Millionen Dollar ansteigt und auch ein deutlicher Gewinn hängen geblieben sein wird. Und vorausgesetzt, Twitter kann diese Erwartung erfüllen, glaube ich, dass wir eine Trendwende auch bei der Aktie sehen werden. Aber momentan, es deutet alles nach unten. The trend is your friend. Weshalb sollte man jetzt wirklich in diesen Wert einsteigen, wenn sich doch abzeichnet, dass wir weiter nach unten bröckeln könnten? Also nur wirklich was für hartgesottene Naturen und dann auch gestaffelt einsteigen, wenn überhaupt momentan gestaffelt einsteigen und die Sache dann über die nächsten Wochen und Monate weiterverfolgen. Also nichts für schwache Nerven auf jeden Fall, die Aktie von Twitter. Dann schauen wir auf Baidu, chinesische Suchmaschine. Das hat die Aktie hat ein durchwachsenes Börsenjahr hinter sich gebracht, 2015. Wie steht es denn da zurzeit um die Aktie?
Wir haben natürlich auch zwei große maßgebliche Einflussfaktoren auf den Kurs gehabt. Das war einmal der Einschlag an den chinesischen Börsen im August. Offensichtlich ist dann jeder der Meinung, er müsste zuerst mal Baidu aus seinem Depot rausräumen. Wir sehen hier diesen gnadenlosen Abverkauf runter von 190 auf runter auf 120. Dann der Anstieg und sogar ein kleines Stop gemacht, knapp über der 200er Marke. Also man sieht, wie volatil und wie hart diese Aktie auf die Rahmenbedingungen hier letztendlich reagiert. Daran gemessen ist es momentan noch gar nicht so schlimm, was wir hier gesehen haben. Denn zum Jahreswechsel, ich habe schon mehrfach gesagt, der Absturz bei den chinesischen Werten. Also, zunächst einmal richtig ist, dass Baidu natürlich sehr China-lastig ist. 99% der Umsätze werden in China letztendlich auch generiert. Das heißt natürlich, wenn sich die Wirtschaft abkühlen sollte, wäre wohl Baidu ebenfalls betroffen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass das momentan jetzt gerade Jammern auf ganz hohem Niveau ist und dass wir natürlich auch in schwächeren Wirtschaftsjahren, jetzt auch gerade was Amerika betrifft und damals auch Google oder auch Yahoo und die ganzen anderen Werte betrifft, dass es nicht so dramatisch gewesen ist, wie man sich das zuerst hätte ausmalen wollen, weil Baidu natürlich eine hervorragende Marktposition genießt. Und wenn die Unternehmen weiterhin Werbung schalten werden, kommen sie auch an Baidu nicht vorbei. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten sehr viel unternommen, um hier in den Mobile-Bereich reinzukommen, denn da spielt die Musik, da wird das zukünftige Wachstum generiert und Baidu ist hier ganz einfach hervorragend aufgestellt. Wir haben vom Aktionär aus ein Kurslimit, ein Kauflimit gesetzt bei 125 Euro. Das ist natürlich der Worst Case jetzt erstmal. Also der Worst Case wäre hier unten etwa die 120er, 115er Marke gewesen. Aber so, wir hatten ein Kauflimit bei 125. Wer spekulativ orientiert ist und jetzt auf eine weiter anhaltende Erholung, kurzfristige technische Erholung der Börsen spekuliert, kann sich natürlich eine kleine Position reinlegen und sollte unter diesem kleinen Verlaufstief vom Vortag hier seinen Stopp platzieren. Also spekulativ natürlich, aber langfristig ist Baidu einer unserer Favoriten in China. Einer der Favoriten war auch lange Zeit ja die Aktie von Facebook. Hat sich wahrscheinlich nichts dran geändert, oder? Nein, da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Zumal man auch sagen muss, dass diese Bewegung hier, man kann es ja sogar in einen kleinen Kanal reinstecken. Diese Abwärtsbewegung ist eine normale Konsolidierungsbewegung nach diesem kräftigen Anstieg, den wir im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor gesehen haben. Also überhaupt noch gar kein Problem. Facebook wird Ende des Monats, am 27.01., um genau zu sein, Quartalszahlen melden. Es werden 5,4 Milliarden Dollar Umsatz und 68 Cent Gewinn je Aktie erwartet. Und das Interessante ist, ich habe mir die vergangenen Quartale mal angeschaut und da konnte Facebook durchaus immer ein wenig punkten, indem man immer noch eine Schippe draufgelegt hat. Im vierten Quartal 2014 beispielsweise lag die Überraschung bei 10%. Und ich bin davon überzeugt, wenn Facebook auch nur annähernd in diese Größenordnung wieder vordringen kann, dass man den Markt positiv überrascht, dann wird sich auch die Aufwärtsbewegung in der Aktie fortsetzen. Zumal Mark Zuckerberg ja nie stillsteht. Er versucht ja, dieses soziale Netzwerk immer weiter auszubauen und immer mehr zu einer Closed-User-Group zu machen, in die die Leute zwar reinkommen, aber aus der sie nicht mehr raus müssen. Das ist sehr negativ für andere Unternehmen, aber natürlich für Facebook langfristig gesehen ein sehr attraktives Geschäftsmodell. Also hier wirklich, wir haben nur eine Konsolidierung, das ist überhaupt nicht schlimm. Die Trendlinie, der langfristige Trend ist auch noch völlig in Ordnung. Da müsste man sich wohl erst so im Bereich um die 83 mal Gedanken drüber machen. Bis es soweit ist, bleibt die Position auf jeden Fall eine unserer Favoriten. Sagt Martin Weiß vom Anlegermagazin, der Aktionär, Herr Weiß. Vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne.